Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich habe einiges mehr verbessert, als ich verbessern wollte. Ich hatte eigentlich nur vor, hier die Stoßfallen zu machen. Allerdings habe ich hier noch die Minen gemacht. Die da auch. Und hier die Sprungfallen. Jetzt bin ich gerade am Zerschmetterer verbessern, was nicht so toll ist, weil ich dadurch sehr viele Angriffe verlieren werde. Weil die ganze Base ist darauf ausgelegt, dass alles hier auf den Zerschmetterer rennt und dann platt gemacht wird. Naja, hier habe ich noch einiges mehr verbessert. Ich habe jetzt alle Mauern auf Max. Ich kann die nicht weiter verbessern. Dann habe ich noch alle Kanonen einmal hochgezogen. Die Minenwerfer sind gerade im Ausbau. Und diesen einen Bogenschützenturm habe ich auch noch gemacht. Die anderen beiden nicht. Ja, dazu habe ich noch hier die Kasernen fertig. Alle auf 8. Jetzt kann ich Heiler benutzen, was ich nicht wirklich mache. Und mein Labor ist auch maxed. Also ich kann nichts mehr mit meinem Elixier machen. Außer natürlich extrem teure Armeen aufstellen. Ich würde sagen, machen wir mal eine neue Armee. Und ich glaube, wir machen eine Ballonparade. 30 Stück. Und, na, wobei, ich glaube, ich nehme Doppelblitz, damit wir eine Luftabwehr schon mal kaputt machen können. Speichern das. Und da habe ich keine Zauber gemacht. Na toll. Bald ist Clankriegszeit. 22 Stunden noch. Ich bin mit drin. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas holen werde. Der letzte Platz ist schon Rathaus 9er. Ein übelst gerushter Rathaus 9er. Warte mal. Da, wo der Barbarenkönig gerade steht, da kann ich Truppen setzen. Vielleicht sollte ich so einen Koboldangriff machen, die dann komplett alles zerfetzen. Wäre natürlich cool. Dann würde ich mega viel Elixier und Gold kriegen. Dunkles Elixier klappt ja leider noch nicht. Wenn er Stratos Level 6. Und ja, noch dazu, Clanspielzeit. Ich habe schon 4000 Punkte geholt. Ja, okay, 8000 mit meinem anderen Account noch. Hab gerade mal 2 Tage dafür gebraucht. Und ja, ich glaube, wir kriegen es hin. Wir sind jetzt schon bei Stufe 4 und wir haben noch 4 Tage Zeit. Ich werde mir garantiert die Juwelen holen. Ohne das Elixier bringt mir gerade kaum was. Aber die Juwelen würden mich auf jeden Fall super vorwärts bringen hier. Wir haben schließlich noch eine Bauhütte und die kostet 2000 Juwelen. Da hätten wir 180 mehr. Das wäre natürlich ganz genüsslich, würde ich sagen. Dazu haben wir noch Abrisskommando, 100 Meisterhütten in Duellen zerstören. Ich habe ein bisschen angegriffen, habe jetzt 30 Juwelen mehr. Eine Sache war da noch, die ich auf jeden Fall noch erreichen will, weil sie ein bisschen sehr overpowered ist. Hier, Champion Bauarbeiter, gewinne 3000 Trophäen in Duellen. Ich habe schon über die Hälfte und ich krieg einfach 1000 Juwelen. Seht ihr das? Das dritte von unten. 1000 Juwelen, 5000 Erfahrung. Nicht, dass ich die Erfahrung brauchen würde, aber wenn man es kriegen kann, nimmt man es natürlich. So, Luftabwehr wäre schon wichtig. Ja, ich glaube, wir machen die Luftabwehr. Und hier habe ich noch einige Male die Riesen verbessert und auch die Bombenwerfer. Das heißt, wir werden jetzt mit besseren Truppen angreifen können.
Und das machen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen werden. Aber nur so zum Probieren. So, machen wir einmal Riesen und einmal Bombenwerfer. Und dann würde ich sagen, wir greifen von hier oben an. Einfach so. Jetzt haben die auch die Fähigkeit große Bombe. Das heißt, die können mehr Schaden machen. Haut drauf, Riesen habe ich jetzt einen mehr. Aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Nein, direkt tot. Schade. Ich warte darauf, dass irgendjemand zum Zerschmetterer rennt und sich opfert. Jetzt, komm schon. Komm schon. Ja, das war knapp. So machen wir irgendwas noch mit den Bombenwerfern kaputt. Einfach so. Doppelbombenwerfer und noch ein Gebäude mehr. Wow. 26%. Das war gar nichts. Ja, wir haben auch verloren. Okay, ich sehe da was. Okay. Da war noch eine Sprungfalle. Verdammt. So, das. Die Bauhütte kriegen wir auf jeden Fall, okay. Die Meisterhütte. Ihr wisst, was ich meine. Ein Stern, aber mehr auch nicht. Prozent. Schade. Ich hätte locker 50% holen können. Ich sollte weniger auf die Meisterhütte gehen. Greift noch an, okay. Ja, dann greifen wir hier mal an, obwohl wir eigentlich Schild haben. Ich will nur kurz gucken. Ich würde es trotzdem versuchen. So. Einfach so ein Heilzauber in die Mitte. Ging gar nicht auf den Magierturm. Toll. Okay. Setzen wir alle Magier hier hin. Und Mauerbrecher, damit die auch reingehen. Ich habe einen Heilzauber gespart, den ich trotzdem ausgeben sollte. Ja, ich mach's einfach, auch wenn es sich nicht lohnt. Ich will nämlich danach noch die Ballonparade machen. Und dann nutzen wir halt Doppelblitz. Die geheilten Magier. Das war echt leicht. Okay. Bisschen zu leicht, wie ich finde. Das Level davor war wesentlich schwieriger. 70.000 von beiden. Deckt natürlich nicht meine Ausgaben. 81.000. Aber egal, wir brauchen eh kein Elixier. Wählen wir mal Doppel Blitz und Ballons aus. 5 Minuten noch. Ja, ich glaube, wir schaffen das schon. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal gewartet, bis das hier fast fertig ist. Jetzt machen wir hier. Ja, wir haben verloren, schön. Noch ein Angriff. Versuch mal ein bisschen mehr zu bekommen. Obwohl sich das Rathaus schon anbietet.
Den Bogi würde ich doch gerne wegbekommen. Komm schon, Bogi, ich komme nach raus. Komm. Dann halt nicht. So, stirb. Ich mag den Bogi nicht. Okay. Nein. Ich habe nicht mal einen Stern bekommen. Trotzdem fast gewonnen. Okay, nochmal. Auch wenn wir auf Heimatdorf angreifen sollten. Okay. Mhm. Ich glaube, jetzt läuft es besser. Prozent. Komm schon, ich will noch einen Stern. Komm. Schade. Schade. Da hätte ich wirklich noch mehr rausholen können. Levelaufstieg. So, die Truppen sind fertig. Versuchen wir es mal. Okay. Das ist alles. Bitte was? Okay. Okay. Ich meine, hätte ich jetzt Ballons, hätte ich gewonnen. Das will ich mal klarstellen. Ah, doch nicht gewonnen. Ja. Ja, Sprungfein. Ja. Habe ich mir irgendwie schon gedacht. Ich werde wahrscheinlich ganz viele Magier verlieren. Das sind auch nochmal Sprungfein, das weiß ich. Bomben? Oh, nur Bomben. Schade. Dafür einige Bomben. Ich brauche gar keinen Heilzauber. Doppelte Heilung. Ich weiß, verschwenderisch, aber ich brauche das nicht. Ich brauche das Elixier einfach nicht. Riesen holen sich jetzt das Gold. Noch ein Magier kommt dazu. 100%. Oh, da sind sie schon. Einige Ballons sind da schon. Aber noch nicht mal die Hälfte. Sehen trotzdem cool aus. Wie sieht's eigentlich aus mit Schnapptier, die Kobolde? Okay, haben wir fast die Hälfte von der letzten Aufgabe, auch wenn das überhaupt nichts gegen das da ist, Champion-Bauarbeiter. Schatzmeister, 15 Millionen. Kristallliga beitreten, das wird ewig dauern. 1250 Trophäen in Mehrspielerkämpfen, 450 Juwelen.
Ich glaube, dass ihr wisst, was ich meine. Das heißt, dass wir jetzt erstmal einige Angriffe in mehr Spieler machen müssen, um diese 450 Juwelen zu bekommen. Wo waren das? Hier, ziemlich weit oben. Süßer Sieg. Stufe 3, 450 Juwelen. Das ist einiges, würde ich jetzt mal sagen. Das ist fast ein Viertel von der Bauhütte. Ja, ich glaube, den Angriff werde ich auf jeden Fall mehr Spieler machen. Und dazu noch hier den Sternebonus bekommen. Ja, das heißt wohl, ich muss eine Weile warten. Die zwei Angriffe machen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch. Wird wieder eine ewig lange Folge. Und dann hoffe ich mal, dass wir in den Angriffen auch gewinnen. Ja. Ich greife gar nicht von da erst an. Einfach von hier hinten. So, ein bisschen Barbaren noch dazu. Ich krieg die Meisterhütte. Nice. Und dann gehen alle drauf. Ja. Jetzt gehen alle drauf. Egal, zwei Sterne. Und gewonnen. Wir haben einfach gewonnen. Okay, können wir hier noch was machen? Oh ja. Nur ein paar Trefferpunkte mehr. Das wird natürlich cool. Egal, machen wir es einfach. Auch wenn ich eigentlich hier noch die Bauarbeiterkaserne machen müsste. Mache ich aber erstmal nicht. So, das dauert hier noch 8 Minuten. 30. 30 mal 40. Was kann das sein? 1200 Sekunden. Fragt mich nicht, wie lange das ist. Keine Ahnung, vielleicht 12 Minuten? Nein, weniger. 120 sind 2, also 20 Minuten. Ja, wir sehen uns dann in einer halben Stunde wieder und dann sind alle Ballons fertig. Und wir haben jetzt schon fast 20 Minuten. Ja, egal, wird eine etwas längere Folge, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Also, wir sehen uns in knapp einer halben Stunde wieder. Dann sollte auch der Minenwerfer hier fertig sein. Dann werden wir einiges an Loot holen. Und auch einiges an Trophäen. 450 Juwelen. Nicht schlecht. So, da bin ich wieder. Es sind jetzt 25 Minuten vergangen. Wir haben jetzt hier noch drei Ballons, die fertig gemacht werden müssen. Blitzzauber ist auch fertig. Und ich würde sagen, warten wir nicht lang. Wir haben schließlich noch eine ganze Armee. Greifen wir an. Kriegen wir Pokale. Und okay. Ist viel zu wenig Loot. Ich würde jetzt so eine Mindestgrenze von 200 setzen. 200.000 meine ich. Weil die Ballons halt schon ziemlich viel gekostet haben. Und ich will ja auch nicht direkt bankrott gehen.
Ich würde aber trotzdem gern mal angreifen. Das ist eigentlich ganz okay. Immer nur ein bisschen Verlust. Testen wir mal, wie viel so eine Luftabwehr aushält. Okay, man braucht auf jeden Fall zwei. Ja. Luftfeger hat er nicht. Würde ich einfach mal hier alle hinsetzen. Und hoffen, dass sie ziemlich schnell alles platt machen. Oha. Oha. Oh, das sieht nicht gut aus. Spätestens, wenn wir zum Magierturm kommen. Nebenbei schön viel Gold und Elixier mit reinnehmen. Ja, aber die sind viel zu schwach. Oh Mann, der zweite Magierturm. Oh Gott. Okay, wir sind tot. Toll. Das war eine halbe Stunde Armee ausbilden. Nur um die halbe Armee zu verlieren. Okay, die Ballons sind also so schwach, dass sie durch zwei Luftbomben direkt kaputt sind. Das ist echt schlecht. Ich glaube, ich mache doch erstmal wieder die Taktik hier. Und die Armee ist fertig, also versuchen wir anzugreifen. Okay. Ich werde nicht wieder verlieren wie eben. Deshalb setze ich mal hier so, sodass der Magierturm auch platt ist. Dann setzen wir die alle von hier aus. Genau so. So, dass schnell viele Luftverteidigungen weg sind. Ah, jetzt teilt sich alles auf. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt machen die immer nur halb so viel Schaden, aber doch, 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 eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte ich öfter geteilten Angriff machen. Ja, durch geteilten Angriff kriegt man halt auch bei Flächenschaden. Siehst du da? Nur halb so viel Schaden. Ja. Ja. Okay. Verdammt, jetzt müsste ich eigentlich die andere Angriffstaktik wieder rausnehmen. Ich muss einfach verteilte Ballons machen. Das macht irgendwie Sinn. Ja. Mache ich auf jeden Fall noch. Dann wahrscheinlich in der nächsten Folge beim Clankrieg. Ja, ich werde sehr zeitig noch eine Folge aufnehmen über den Clankrieg dann, obwohl ich nicht glaube, dass wir da 4% holen werden, aber viel Loot werden wir auf jeden Fall holen. So, die teilen sich noch mal auf, ist natürlich gut. Ein Stern, 90%. Ich möchte so gern, dass das Rathaus als letztes noch steht, damit ich zwei Sterne gleichzeitig bekommen kann. Und ich glaube, das wird auch so, ja. Das Rathaus steht als letztes Gebäude und bam. Was? Noch, oh Gott, zweiten Angriff. Erst beim zweiten Angriff ist es kaputt gegangen. 100%, 3 Sterne. Und jetzt muss ich erstmal die ganzen Truppen wieder loswerden. So, halt Zauber schnell weg. Und die Truppen, ja,
spenden wir einfach. Wenn sie sagen, egal, dann kriegen sie die ausbilden. Oha, ich habe nicht mehr genug, um das zweimal auszubilden. 112, mir fehlen 10.000. 10.000 Elixier. 360.000 für den Bogenschützenturm habe ich auch nicht. Fragen wir nochmal an. Vielleicht kriegen wir einen Drache. Und wir haben jetzt einen neuen Minenwerfer. Level 4. So, greifen wir hier nochmal an. So, ja, dann setzen wir ein paar dahin, so und so. Ja, 2 Sterne, 50%. Komm schon, Riese, das holst du aber noch, das holst du noch locker, ja. Schön. Ich glaube aber nicht, dass wir gewinnen, oder? Ich meine, das ist immer noch im Ausbau. 150.000 kann ich nichts mitmachen. Oh, ich habe auch gar keine Beute mehr. Ah, holen wir ein paar Pokale. Okay, 1 Stern. Fast hier noch Luftabwehr geholt. Bogenschützenturm sieht noch gut aus. Oh, gewonnen. Ohne Loot. Juhu. Ja. Okay, ich werde offline noch einiges farmen müssen. Schließlich fehlen hier ja noch einige. 1097. Ja, 150 Trophäen fehlen da noch. Knapp. Wenn man bei jedem gewonnenen Angriff 30 Trophäen bekommt, das wären 5 aktive Angriffe. Mit Gewinn. Und am besten noch mit 100%. Das heißt, das hier wird voll sein. Also mein Sternebonus wird komplett genutzt. Und meine Schatzkammer wird ganz schön voll. Dann werde ich auf jeden Fall erstmal die Bogenschützentürme machen. Und die andere Luftabwehr. Danach die Magiertürme, Luftfeger und das Rathaus. Habe ich das schon erzählt? Ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Ich suche mal kurz meinen anderen Account. Hier. Ich bin vor kurzem erst Rathaus 10 geworden. Juhu. Hier habe ich noch ein paar schlechte Mauern drin. Meine Clanburg wird gerade verbessert. Und hier habe ich auch meine Ballon-Taktik. Lavaloon. Ja. Aber das werde ich jetzt nicht mehr aufnehmen, weil wir schon fast 30 Minuten drin haben. Ich glaube, das guckt sich keiner an. Ist immer so. Ich gucke mir auch sehr selten Videos an, die eine halbe Stunde lang dauern. Aber wenn euch dieses Spiel interessiert, dann habt ihr wahrscheinlich bis zu diesem Moment geguckt. Ja. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.